Hey, ja, hier ist der Liebster und willkommen zu meinem neuen Projekt. Oder genau gesagt, mein ersten Weihnachtsprojekt. Und zwar Weihnachtsprojekt für das Jahr 2013. Und zwar spiele ich mit euch Holiday Lemmings 1994 als Weihnachtsprojekt. Das bedeutet vom 1. bis zum 24. Dezember. Ja, ist ein Spiel aus dem Jahr 1994. Ja, wer hätte das gedacht? Ist entsprechend die Fortführung von Holiday Lemmings 1993, was ich letztes Jahr zu Weihnachten gemacht habe, beziehungsweise letztes Jahr im Dezember. Und das war wiederum die Fortführung von Holiday Lemmings 1991 und 92, was ich 2011 gemacht habe zu Weihnachten, damals auch zum 24.12. direkt, weil es ja nur ein sehr kurzes Let's Play war. Ja, jetzt 2 Jahre später sind wir bei der 94. Version angekommen. Wie gesagt, erschien im Jahr 1994. Entwickelt von DMA Design, heutzutage Rockstar Games und halt gepublished von Psygnosis, heutzutage ein Teil von Sony. Und ja, basiert technisch auf Lemmings 1 immer noch, obwohl es 94 schon Lemmings 3 gab, was total grafisch total anders aussah, soundtechnisch total anders war, deutlich moderner aussah, aber diese Version hier basiert noch auf Lemmings 1, ist also immer noch Lemmings 1 mit Weihnachtslevels und Weihnachtslemmingen, also die halt einfach nur rot angezogen sind und rote Mützen anhaben, wie ihr hier sehen könnt. Ja, das Spiel erschien für Amiga, PC und Macintosh. Ich spiele hier, wie letztes Jahr und auch das Jahr davor, die Amiga-Version aus dem einfachen Grund, weil sie die beste ist. Ja, immer noch der beste Sound, die beste Grafik, allgemein einfach der beste Spielerlebnis. Und ja, diese Version erschien damals zum Add-on-Preis, glaube ich, von 30, 40 D-Mark. Wer sich daran erinnert, was das ist, deutsche Mark, die gab es damals doch, eine alte Währung. Ja, und beinhaltete auch die Levels von 1993. Ja, hier sind also 2 Spiele in einem. Weil 1993 erschien ja die 93er-Version, hat auch zum Add-on-Preis, aber ein Jahr später erschien die 94er-Version, die diese Levels auch noch mal inkludiert hatte. Dadurch wurde eigentlich die 93er-Version auch Freeware. Wenn man 93-Version, glaube ich, auch hatte, konnte man bei DMA oder Psygnosis auch sich melden per Post mit dem Kaufbeleg und hat auch die 94-Version gratis dazu, hat auch die gratis gekriegt, die 94-Version. Also alte Kunden wurden da, mussten das Spiel nicht nochmal kaufen, um neue Levels zu haben, dann konnten halt ihre Version, ja, heutzutage würde man sagen, upgraden lassen, ja, würde man so sagen, oder als, ja, Download-Able-Content gab es noch nicht. Damals war es halt ein Retail-Content, was sagen soll. Oder Retail-Edition-Content, oder so sinngemäß. Ja, wie gesagt, eigentlich sind da 2 Spiele hier, weil es hier ist auch 4 Schwierigkeitsgrade entsprechend. Und zwar, ja, Flurry und Blizzard aus der 93-Version und Frost und Hail aus der 94-Version. Und im Grunde kann man auch so sagen, dass auch jetzt dass Frost der erste Grad vom Schwierigkeitsgrad, der erste Schwierigkeitsgrad vom 94er, auch quasi der dritte Schwierigkeitsgrad ist. Also es wird nicht so einfach sein wie letztes Jahr, wo wir doch größtenteils des Spiels ja einfache Levels hatten. Hier ist ein bisschen schwieriger, der Schwierigkeitsgrad hier fängt quasi ein bisschen da an, wo der 93er aufgehört hat. Nicht ganz so, weil das erste Level soll auch noch einfach sein, aber es ist allgemein, ja, es wird deutlich schneller, schwieriger als damals, weil es jetzt halt die zusätzlichen Schwierigkeiten gerade sind, kann man so sagen. Ja, der Ablauf des Let's Plays ist wie letztes Jahr. Heute ist der 1. Dezember, das heißt, heute ist auch der 1. Advent. Und das bedeutet, heute gibt es 2 Levels, ausnahmsweise, weil an den Adventssonntagen gibt es 2 Levels, weil es halt Tag zum Besinnen ist. Also ich hoffe, ihr habt euch besonnen oder ihr beginnt jetzt euch zu besinnen mit diesem Video hier. Und ja, da gibt es entsprechend 2 Levels dafür. An Heiligabend und Nikolaus gibt es 3 Levels. Und an jeden anderen Dezembertag gibt es 1 Level. Also ein Level nur mit einer Folge, die ziemlich kurz sein wird, wahrscheinlich in den meisten Fällen. Ab und zu relativ kurz sein wird. Wer 2-3 Minuten guckt letztes Jahr nach in der Playlist, werdet ihr sehen, dass da mal teilweise eine Folge nicht mal 2 Minuten lang ging. Ist halt so, weil die Levels manchmal hier kürzer sind, manchmal länger sind, variiert halt. Und ja, am Ende, nach 24 Tagen, am Heiligabend, werden wir die letzten 3 Levels spielen, danach haben wir 32 Levels gespielt. Weil es hier gibt auch wieder 32 Levels, also ist genauso wie letztes Jahr im Grunde. Nur, dass man jetzt hier in der Version halt 64 Levels hätte, aber
32 haben wir ja schon gespielt, letztes Jahr, ne? Das sind dieselben Levels. Nur, dass die, glaube ich, überarbeitet worden sind in Sachen Musik teilweise. Da gibt es, glaube ich, neue Musik mit bei. Aber sonst sind das dieselben Levels von der 93er-Version. Und wir spielen hier mal die 94er-Version, fangen an mit dem Schwierigkeitsgrad Frost, den wir uns angewählt haben, weil es der erste ist. Deswegen würde ich sagen, wir fangen an mit dem ersten Level. Also, Play. Ja, das Kettenlaufwerk macht natürlich auch seine Geräusche mit schönen Retro-Ös, habe ich letztes Jahr auch schon mal gesagt. Wir fangen an mit Level 1, das heißt einfach Chains of Command. Haben in diesem Level 50 Lemmingen zur Verfügung, 100% nur retten und haben eine Verfügungsrate von 25 und 6 Minuten Zeit dafür. Also ein sehr wahrscheinlich einfaches Level zum Einstieg, damit wir warm werden für, ja, weil es im Laufe des Dezembers kälter wird. Für kältere Zeiten, ne? Ihr wisst das ja. Wir fangen hier an und sollen dahin. Das ist nicht so schwierig, glaube ich. Wir haben 6 von jedem. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5 Dinger zum Durchbuddeln. Also kein Problem. Schaffen wir schon schnell. Ja, Musik ist natürlich auch dabei. Und ja, ich könnte ehrlich gesagt kaum glauben, dass das so ein Jahr her sein soll. Ehrlich gesagt. Ey, übrigens, ich spiele das Spiel. Ja, ich würde sagen, halb blind oder irgendwie so in der Richtung. Weil ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich das Spiel hier durchgespielt hätte, diese Version. Kann ich mich nicht daran erinnern, dass ich es hier durchgespielt habe. Einzelne Levels sicherlich mal, aber komplett, ich glaube nicht. Aber ist für mich auch sowieso so lange her, weil das letzte Mal das im Jahr 95 oder so gespielt habe. Oder irgendwie so in dem Dreh. Da ist das natürlich sehr lange her. Ja. Da. Ah, jetzt sind wieder 2, naja, was sollen wir machen? Läuft ja eigentlich hin und her. Haben wir ja Zeit genug. Also, ich kann mich nicht erinnern, dass ich das letzte Level von dem Spiel je gesehen hätte. Ich weiß nicht, ob ich das erste Schwierigkeitsgrad durchgespielt habe, ehrlich gesagt. 95 ist, da war ja Endzeit vom Amiga schon und auch PC die Spiele ja nie gehabt. Ich kenne das nur vom Amiga. Und deswegen, ja, kann ich ehrlich gesagt nicht zu sagen. Ob das wirklich, ob ich das hier durchgespielt habe, ich glaube, wie gesagt, nicht wirklich. So, wir machen mal der Erfüllungsrate mal höher. Ja, der muss ja bis zum Ende durchlaufen, aber ist jetzt halt so. Naja, soll er mal machen. Das ist ja der letzte Lemming, der ja Level abschließen wird. Ist nicht so schwierig, aber der erste Level zum Einstieg. So. Ja, letztes Jahr, wie gesagt, kann auch nicht kaum noch ein Jahr her sein soll mit diesen Let's Plays von diesem Spiel. Letztes Jahr habe ich noch gesagt, wer weiß, ob wir auf 94 Versionen überspielen werden, vielleicht mache ich da keine Let's Plays mehr und ja, hat sich auf meinem Kanal zwar nicht viel getan, aber ja, ich mache trotzdem noch Let's Plays und ein weiteres Jahr und mal rumgekriegt, dass ich jetzt hier 94 mache, mal anfangen werde heute. Mit der ersten Folge wird auch wieder das letzte Let's Play sein dieses Jahr, was zu Ende geht. Weil Darkseid, glaube ich, am 23. zu Ende, wenn mein Terminplan sich nicht irrt, ist Darkseid am 23. zu Ende und 24. ist dieses Spiel zu Ende. Ist also wie die letzten Jahre das letzte abgeschlossene Projekt des Jahres. Und ja, hat auch ein bisschen Tradition, ne, wenn man so sagen möchte. Weil sonst war es immer so, dass das letzte Projekt immer Holiday Lemmings war, ist dieses Jahr auch noch der Fall. Hat es gerade nur eben noch gereicht, sagst du, es hat sich noch entschieden, vorher zu Ende zu gehen. Laut Plan. Ja, es sei denn, ich kann sie hochladen. Das ist irgendwas passiert im Laufe des Dezembers, ja, dann weiß ich natürlich nicht. Werde ich jetzt auch noch nicht wissen, aber ich hoffe, wir kriegen das wirklich täglich rum. Hat erstes Level abgeschlossen, das heißt, wir können weitermachen mit dem zweiten Level. Also, weiter geht's. Mit Sea Jump haben wir 50 Lemmings zur Verfügung. 98% müssen wir retten, also einer darf sterben dabei. Haben eine Verfügungsrate von 60 und 3 Minuten Zeit. Ja gut, dann gucken wir uns mal an. Was haben wir denn hier? Wir haben 50... Fallschirmspringer. Ja, das heißt, wir haben 50 Lemminge. Wir müssen runter. Die können hier alle runter. Das heißt, wir können müssen nur das verteilen. Also nicht sonderlich schwierig. Aber jetzt machen wir mal, ne? So, ein bisschen mal erhöhen hier. So. Ja, mal ein bisschen schneller hier. Das ist nicht sehr schwer, aber... Also zum Aufwärmen noch. Ich sag, die ersten Folgen werden jetzt auch relativ kurz alle werden. Ich denke mal, im Laufe des ersten Schwierigkeitsgrads wird es ein bisschen schwieriger werden. Vielleicht ab so gegen Nikolaus oder so, denke ich mal, dass wir längere Folgen erleben werden. Abgesehen davon, dass da sowieso drei Levels dann sind, aber... ja.
Das war's eigentlich schon. Müssen wir nur noch warten. Das war natürlich ganz einfach. Ja, viel. Das Problem ist natürlich bei den kurzen Folgen, man kann nicht groß was erzählen. Ja, es gibt kaum Smalltalk-Themen, die wir dafür haben. Habe ich jetzt nicht vorbereitet. Aber, naja, man kann jetzt fragen, was habt ihr noch vor am Adventssonntag? Wie bringt ihr die denn? Was macht ihr dann? Besinnt ihr euch irgendwie oder sagt ihr, normaler Tag, Hauptsache wir haben bald Weihnachten? Oder ist hier noch keine Weihnachtsstimmung aufgekommen? Kann natürlich sein. Hoffe ich natürlich, dass ihr mit diesem Let's Play hier Weihnachtsstimmung kriegt, langsam und sicher, je näher dem Ende kommen. Ja, das war's mit dieser Aufnahme, das schon, war jetzt nicht sehr lang, aber so ist das nun mal in dem Spiel. So, das war's daher. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß mit den ersten beiden Levels. Seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Deswegen denkt an das Feedback, denkt an die Kommentare. Und ja, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Also, bis morgen.